zestawieniu na miejscu trzecim. A teraz Justin Liso, który, no, tak jak Lackner, debiutuje na obiektach do lotów narciarskich. 151,5 to wynik z treningów. Może teraz go poprawił nieznacznie, ale z całą pewnością awansu Justin tym skokiem, lotem wybaczyć sobie nie może. 161,5. No więc jeśli tego pociesza w jakiś sposób, to ma nową życiówkę. Ale chyba nie pociesza za nadto. Nie pociesza za nadto i rzeczywiście to, o czym mówisz, ta liczniejsza grupa kadry krajowej, jeśli tak można powiedzieć, w tym konkursie. Akurat należy do tych bardziej surowych sędziów. Tak. O, jak to Szwedzka, surowy klimat. A to i surowa sędzina. Surowa to i sędzia. No dobrze. Kolejnego zawodnika mamy w powietrzu, a jest to Filip Rajmund, ale no, mówiłem o tym przed konkursem, że przed kwalifikacjami, że moim zdaniem wielkiego pożytku z tego włączenia dodatkowej puli nazwisk do dzisiejszych kwalifikacji Niemcy chyba nie będą mieli. To wygląda. I występ Filipa Rajmunda wydaje się potwierdzać tę obrazoburczą może odrobinę tezę, bo 171 metrów to nie będzie odległość wystarczająca, żeby zawojować te kwalifikacje. A to chłopak stąd. Кристиан Ульмер. Личный рекорд 189 метров. 24-летний немец идет на 75-й позиции в общем зачете Кубка Планеты. Очень хорошая скорость и далекий прыжок. Ну, преимущество некоторые получают спортсмены легкие, такие просушенные. Боюсь даже предположить, куда здесь улетит Грегор Шлиренцауэр. 194 у Христа. Stimmt.
bin eigentlich, was ich für Punkte bekomme. Hätte sie ganz nah am Körper, größte Weite, Rang 1 ist, mal und für sich klar, für Gebstedt, der auch stilistisch wunderbar gesprungen ist, setzt sich hier mit einem halben, einem halben Punkt vor Stefan Horngaffer in Führung. Ja, das verspricht noch einiges. Die beiden Zweitplatzierten. Kohlen, Jens, für dich mit der erfolgreichste Wettbewerb da. Ja, war eine tolle Sache, nochmal am Abschluss der Karriere über 200 Meter fliegen zu können. Und bei dieser Veranstaltung war ich auch der Einzige, der das damals geschafft hat. Der Skiflug-Weltmeistertitel ging damals an Andy Goldberger und ich also wurde Vierter. 201 Meter im Training, das war Schanzenrekord und natürlich ein unglaubliches Gefühl. Darüber werden wir vielleicht noch Zeit haben, nachher ein bisschen zu reden. Wir hoffen allerdings, dass hier alles planmäßig vonstatten. To ważny skok Aleksandra Hera. Nierówną formę demonstrował w konkursie indywidualnym. Drobny problem przy wyjściu z progu, ale wszystko opanowane i będzie daleki skok Aleksandra Hera. No i w tym momencie już widzimy radość w ekipie. Jörg Richterfeld jako 35. skoker w pořadí. Ano, ano, Jörg Richterfeld se zřejmě stal třetím skokanem, kterému se v kvalifikaci podařilo překonat 200-metrovou hranici. Určitě Reinharda Hesse potěšilo 207 metrů Jörga Richterfelda. Pero escaso de metros. Este es Dieter Thoma, mejor salto personal, 203 metros y medio. Tiene 8 victorias en Copa del Mundo. Este año vencía en Oberdorf, en Lillehammer, en Bischofshofen, en Sapporo, en lo que a trampolín largo se refiere, fue segundo en Billingen en las dos oportunidades. Segundo también en Engelberg en la primera carrera, en la primera competición. Tercero en Lillehammer en la segunda jornada. Ahí vamos a ver ya el salto de Dieter Thoma, de ejecución impecable. Atención porque va muy largo, va larguísimo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué salto de Dieter Thoma! Que le ha ocurrido lo mismo que ayer. Se iba muy lejos, pero no hacía el telemark y los jueces no le daban la primera plaza. Vamos a ver si ocurre lo mismo en el día de hoy. Atención porque la salida es perfecta. ¡Qué barbaridad! Cómo se coloca y cómo aguanta el vuelo. El alemán Dieter Thoma está segundo en la clasificación general. Se puede haber ido hasta los 210 metros, quizás un poco más allá. Qué manera de aguantar, sobre todo al final, 211 metros para él, primera posición, con 202 puntos que le otorgan los jueces. Er hat es wiedergefunden, das Gefühl fürs Fliegen. Christoph Dufner, Mannschafts-Olympiasieger von 94 und Mannschaftsweltmeister 99, gestern auf der Flugschanze in Planica. Er flog und flog und flog auf 219 Meter. Nur drei Skispringer sind... Mauer. Zostawmy to. On jest na pewno wielkim zawodnikiem. No i teraz przeskoczy dalej od Adama Małysza. No, podobnie może 215 miał pierwszy skok. Nie chcę ryzykować. Czy dalej, czy bliżej? Dawał się w granicach 220 metrów. Proszę Państwa, zatem oni skakali dzisiaj pięknie, jakby się umówili. 119,5 metra Adam Małysz, 200 oczywiście, 220 Sven Hanawalc. Zatem to jest przygrywka do tego, co będzie jutro podczas indywidualnego konkursu. A przecież jest Hautameki, jest Kraniec, są jeszcze Schmidcy.
i pozostali zawodnicy, którzy tu jutro mogą nas zaskoczyć. Przede wszystkim Simon Amann, ostatni zwycięzca Pucharu Świata z Oslo, z Holmenkollen, skakał tutaj już powyżej 200 metrów, bawiąc się, ciesząc się. I tak jak mówiłem, ci wszyscy, którzy skaczą tak daleko, to są po prostu zawodnicy, którzy te skoki kochają. Nie wolno im tego zabrać. To jest ta różnica między... ...seringen, so blir det mer god stemning. Vi får se hvordan det går med Marinus Kraus her fra Tyskland, som strekker seg over 200 meter, og også ned mot bakkestørrelsen, som 225. God hopping her nå, først fra Desmann, og så fra Kraus. 222 meter på tyskeren. Det det lengste hoppet så langt i kvalifiseringen. Ja, et flott hopp, og for å snakke litt om det, fannet med å si at det har ikke feiret så mye. Det å hoppe skiflygning krever utrolig mye energi, ikke bare fysisk, men også psykisk. Og da har man ikke råd til å feire så mye. Aus ist Niemal Allgäu. Als Jahrhunderttalent gefeiert, als Elf war, 1995 war das. Seit 2003 im Fokus, war weg vom Fenster. Was macht jetzt Maximilian Mechler? Oben gut durchkommen. Das schafft und mit seiner Art zu fliegen müsste es hier gut gehen, müsste es weit gehen. Das geht weit für Mechler, super Landung! Klasse Leistung von Maximilian Mechler. Werner Schuster kommt aus dem Staunen über Maximilian Mechler nicht mehr raus. Auch 222,5 Meter. Und so sieht ein guter Flug von Mechler aus. Er hat gesagt, der Werner Schuster, andere sagen zu uns immer, mein Gott, der Mechler. Also gut, den zieht er jetzt noch mal ein Jahr durch. Von wegen, sagt Werner Schuster. Neue persönliche Bestleistung von Maximilian Mechler. 6,5 Meter weiter als sein Rekord. Es hat sich gelohnt, hier zu sein. Und er führt ganz klar, denn er hatte ja weniger Anlauf. Fantastisch, phänomenal. Da helfen nur Superlative. Jetzt aber Martin Schmidt. Wir schauen. Unten starker Aufwind im unteren Abschnitt bis leichter Seitenwind in der Mitte. Hoffentlich kommt der nicht zu stark und bleibt bei dem Aufwind. Weggekommen ist er gut. Da kleine Wackler in der Anfangsphase, stärkeres Schaukeln. Aber er will ihn nach unten ziehen und er zieht ihn. Weltklasse, er steht ihn gerade noch. Er hat vor der Sturzgrenze nicht berührt, wenn ich das mit freiem Auge so gesehen habe. Aber der wollte es wissen, der Martin Schmidt. Das hat man an den ersten kleinen Pendlern schon gesehen. Und jetzt die Weite. Gebannt, Mucksmäuschen still. 224. Einen halben Meter kürzer als Matti Hautamäki. Aber er wollte zeigen, ich habe das auch drauf. Und er hat es drauf. Oh, was für ein tolles Skifliegen. Schaut, er bleibt ganz gestreckt. Er kämpft um jeden halben Meter. Und dieses Mal kommt er leider nicht so gut hin, dass er den Telemark setzen kann. Da war ein kleiner Schlenker, da bekommt er noch ein bisschen Luft und die drückt ihn da unten rein. Und es wäre schön, wenn wir den mal zur Gänze, Sie haben es gesehen, da kommt eine kleine Böe von der Seite. Das war der Grund für die Schaukler. Aber er ließ sich dadurch nicht beirren. Es wäre schön, wenn wir jetzt die Ausfahrt mal ganz sehen könnten. So, achten Sie, Hände weg. Gesäß, ist er drunten oder ist er nicht drunten? Also sehr unterschiedliche Auffassungen. Einer gibt 17. Georg Spett, Martin Schmidt, sagen Sie was dazu. Ja, jetzt gilt es natürlich, aber einfach das zeigen, was er kann. Und er macht es eigentlich in letzter Zeit immer sehr gut. Ja, das schaut schon gut aus. Das schaut super aus. Jawohl! Ist unglaublich. Unfassbar. Wahnsinn. Schauen Sie, Wolfgang Steyer, der kann sein Glück gar nicht fassen. Ja, der weiteste Georg Speck, jawohl. 225 Meter. Die Führung. Fantastisch, Georg Speck. Das ist wirklich unfassbar. Unfassbar. Wahnsinn. Also. 225 Meter. Da schweigen wir einfach und lassen ihn hinunterschweben. Georg Späth setzt bei 225 Meter den Telemark. Und schauen Sie auf Wolfgang Steyer, so viel hat er in diesem Jahr nicht zu jubeln gehabt.
ein Weltcup-Sieg durch Michael Uhrmann. Und jetzt führt hier auf Späte, steht nur noch Tommy Ingebrigtsen oben. Der hat die riesige Anspannung unten auch. Positive Erwartung bei Severin Freund, bei Maximilian Mechler. Das hat Kanada gezeigt. Kleine Welle, diesen kleinen Fehler oben weglassen. Auch wieder viel Ski, aber sah etwas besser aus. Wie weit geht's für Neumeier? Reicht's für die Führung? Jawohl, das ist der Bereich des deutschen Rekords. Das können die 230 Meter sein. Das ist der Podestplatz für Michael Neumeier. Überhaupt erst der dritte der Karriere. Deutscher Rekord, 231 Meter. Besser durchgekommen oben. Ist das überragend? Ein Phänomen, dieser Michael Neumeier mit seinen 34 Jahren. Die Schulteroperation im September weggesteckt. Der Bundestrainer freut sich. Simon Ammann ist besiegt. Er steht auf jeden Fall zum dritten Mal in der Karriere auf dem Podest. Irre! Schmidt w tej liczbie. Niedawno 227 metrów Wikersund. Dziś nie udało mu się tego poprawić, chociaż teraz ma szansę, bo mocny wiatr ponad 1,3 m w pewnym momencie na sekundę leci daleko, daleko! No, życiówkę poprawił, ustał. Niesamowity lot Konstantina Schmida, ale przy fenomenalnych warunkach. Ale że wytrzymał, to spokojnie, zupełnie, chociaż mam wrażenie, że oczy mu się robiły coraz większe w momencie, kiedy szybował dobrych kilka metrów nad zeskokiem, a widać było, że coraz bliżej tego wypłaszczenia się przybliża. 234 metry to jest od tego momentu rekord życiowy Konstantina Schmida. No, troszkę skracał końcówkę. No, brawo, brawo. Note 19-punktowe. Aber immer noch ganz gute Verhältnisse für Richard Freitag. Das ist der beste deutsche Flieger, der sich ja mit Kamils doch vor seinem Sturz in Innsbruck um die Top-Plätze gestritten hat. Ist auch hoch, hat auch sehr viel noch. Guck da. Und auch der geht weit nach unten. Der Landeanflug aus großer Höhe, das war ja sein Problem. Diesmal zieht das richtig durch und macht es gut. 243 Meter für Richard Freitag. Neue persönliche Bestweite. Bravo, Richie. Er stellt sich der Herausforderung. Er merkt, er hat so viel Potenzial in seinem Flug. Macht ihn da jetzt ein bisschen schneller. Da ist es sehr ähnlich zu Stoke. Und da unten, das ist atemberaubend, was er für eine Höhe hat. Und zieht aber mehr durch. Etwas mehr Reserven waren noch drin. Er fällt höher herunter. Aber er steht nochmal bombensicher. Ja, bei der Landung kam es jetzt nicht mehr darauf an, hier die Schönheitspreise abzuholen. Das war auf Nummer sicher. Das kann sich das deutsche Team bei der Weite dann auch durchaus leisten. Sie sind Zweite hinter Polen, haben die Slowenen verdrängt. Da Ökermann mit ein paar Poeng. Det vi nå har Tyskland her og Carl Geiger, tyskerne som lå på en fjerde plass etter forrige pulje. Da det gode forhold. Ja, se på Geiger her som får et kjempeløft nedover, og det langt på tyskeren som illevill av glede her. Her det nærheten av hans personlige rekord fra Vikersund da, på 239. Kan ikke være langt ifra det, 233. Ja. Han Geiger altså! Trakker bra i kanten her, så ser det ut som han ikke tøff nok akkurat her. Kommer skia veldig opp og bremse. Men så han kjapp nok til å komme seg over, har kjempefine forhold nedover i bakken. Og ligger flott i lufta her da. Skia godt under seg, bra balanse, bare drar meter ut av bakken. Og et nydelig nedslag, det her er godt ski opp det, Carl Geiger. Ja, det jo helt strålende! Was korrigieren kann. Jetzt aber der Führende in der Gesamtwertung. Es geht 60.000 Euro Siegprämie. Andy Wellinger. Gut Betrieb gemacht. Und jetzt kommt die deutsche Mannschaft ins Fliegen. Und wie sie ins Fliegen kommt. Auch Wellinger steht im Sprung. Der erste Kracher, der erste richtig gute Sprung der Deutschen heute. Und er kommt wieder von der Nummer 1, von Andreas Wellinger. 245 Meter. Fantastisch. Überragender Versuch von Andreas Wellinger, der gehofft hat, dass er in diesen Bereich kommt. Von Severin Freund. Absolute Topleistung von
Andy Wellinger. Super Sprung, 245. Ist schon Siebenter und hat damit doch noch sein allerbestes Weltcup-Ergebnis in der Karriere geschafft. Bravo. Ja, der war besser vom Sören. Der geht da richtig dahin. Der geht gut. Da geht sehr gut. Endlich hat er sein 240er. Er steigert sich noch einmal und schafft es, persönliche Bestleistung zu erzielen. 245 Meter, das war ein super Flug, der ihm vielleicht sogar den Sieg bringen könnte. Hier auf jeden Fall jetzt einmal die Führung für Severin Freund. Da siehst du, wie schmal der Grat ist, wie schwer du bestraft wirst, wenn du einen kleinen Fehler hast. Das Niveau ist so hoch. Springt der Peter Breitz zwei Nummern vor ihm, 110 Meter, und er springt 245. Also das ist, die Jungs da jetzt aufhören, das ist unglaublich. Großartige Leistung. Nur ganz wenig Windpunkte bekommt er abgezogen, Severin Freund. Trotzdem fliegt er 200. Der Flottag, Markus Eisenbichler. Doch hat er Mistrzostwiata da niedawno. Też będzie daleki, bardzo daleki, bardzo, bardzo, bardzo daleki lot Markusa Eisenbichlera bez podpórki. No i to jest czyżby nowy rekord skoczni. Za chwilę zobaczymy, około 250 chyba metrowa odległość. Nie, wyrównał 248 metrów, wyrównał swój rekord życiowy. Niesamowity lot Eisenbichlera. No oczywiście lądowanie już nie było tak piękne jak Zajca czy Krafta, no bo na 248 metrze to pewnie trochę trudno jest tak wylądować, ale odległość znakomita. Dobry wiatr, 1,3 metra na sekundę. Pamiętajmy, to jest druga belka startowa. Z niej skakał Kamil, z niej skakał Eisenbichler. No do tej podpórki niewiele zabrakło, bo bardzo głęboko przysiadł Niemiec, ale nie dotknął śniegu. No i dlatego noty 16,5-17 punktów. No i co, pierwsze miejsce?